Ja, dann denke ich, es ist 15 Uhr. Dann darf ich zunächst den Herrn Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, Jan Lindenau, begrüßen. Ich darf den Geschäftsführer der LHG, der Lübecker Hafengesellschaft, Herrn Professor Jürgens, begrüßen. Und ich darf den Betriebsratsvorsitzenden des HWV, Herrn Holger Wochneck, begrüßen. Und dann begrüße ich natürlich alle Anwesenden herzlich, alle anwesenden Medienvertreter und freue mich über das Interesse, das Sie diesem Verfahren und dieser Situation zeigen. Ja, ganz kurz zur Einleitung. Der Vorstand des Hafenbetriebsvereins hat am 6.6. beim Amtsgericht Lübeck Antrag auf Insolvenzverfahren gestellt. Ich wurde seinerzeit zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Am 1.8.2016 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Unter sehr großen Anstrengungen aller Beteiligten, da nenne ich Herrn Professor Jürgens, dann nenne ich Herrn Wochneck, Herrn Krause und alle Betriebsratskollegen und dann nenne ich auch natürlich die Verwaltung der Hansestadt Lübeck. Unter großen Anstrengungen ist es dann gelungen, den HWV fortzuführen und die von der Insolvenz betroffenen Arbeitsplätze zunächst hundertprozentig zu erhalten. Ja, eine dauerhafte Perspektive, also eine langfristige Rettung des HWV war leider nicht möglich. Warum nicht? Das ist passiert durch eine Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zum 01.04.2017. Danach durften Arbeitnehmer nur für die Dauer von maximal 18 Monate an einen einzigen Entleiher verliehen werden. Und diese 18 Monate sind am 30.09.2018 rum. Sage ich mal ein bisschen scherzhaft, dass es uns nicht gelungen ist, andere Hafenbetriebe zu finden, die unsere Leute abnehmen. Wäre dann, obwohl einen haben wir gefunden tatsächlich, aber so im großen Stil natürlich nicht, wäre am 30.09. dann ohnehin das Ende des HBV vorgezeichnet gewesen. Irgendwann im Laufe des Verfahrens ist die Idee entstanden, diese vielfältigen Rechtsbeziehungen, diese vielfältigen rechtlichen Streitigkeiten, die bestanden, durch einen Insolvenzplan zu regeln, der eben alle Interessen berücksichtigt und den gesamten Komplex HWV eingesiedelt im Lübecker Hafen endgültig zu befrieden. Wir hatten am Anfang fast 150 Mitarbeiter, zum Schluss 125 Mitarbeiter. Es wurden, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren intensive Gespräche mit der Hansestadt Lübeck, mit der LHG, mit dem Betriebsrat, mit Verdi geführt. Ziel dieser Übung war es, am Ende einen Plan zu entwickeln, der folgende Prämissen hat und der folgendes verwirklicht. Das ist zum einen, wie immer, die bestmögliche Befriedung aller Insolvenzgläubiger, dann der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und die Beendigung sämtlicher Rechtsstreitigkeiten. Dieses Ganze ist dann in einem Insolvenzplan niedergelegt worden, den ich im April dem Amtsgericht Lübeck eingereicht habe, nachdem der Richter Heuer diesen Plan geprüft hat. Hat er den heutigen Termin anberaumt, in dem dann über den Plan entschieden worden ist. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, der Plan ist heute einstimmig, und zwar einstimmig angenommen worden. Was steht im Plan? Zum einen regelt der Plan, dass 78 Mitarbeiter des HWV zur LHG gehen. Dazu wird Herr Professor Jürgens sicher noch einiges sagen. 47 Mitarbeiter scheiden spätestens zum 30.09. gegen gute Abfindung aus, und zwar
erhalten die Mitarbeiter deutlich mehr, als sie nach dem Sozialplan kriegen würden. Daran ist eben beteiligt wieder die LHG mit einem Betrag von 2,2 Millionen und die Hansestadt Lübeck mit einem Betrag von 800.000. Mit beiden sind sehr konstruktive Gespräche geführt worden. Bei der LHG ging es natürlich um die vielfältigen Rechtsbeziehungen zwischen der HBV und der LHG und natürlich auch, das war ja auch Gegenstand der Diskussion in Lübeck, der Klagen der HBV-Mitarbeiter gegen die LHG. Die HBV-Mitarbeiter haben sich seinerzeit darauf berufen, dass sie ja nun eigentlich sowieso Mitarbeiter der LHG seien, weil man irgendwann mal so unterlassen hat, die Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis zu bewirken. Man hat dann darüber prozessiert und das Arbeitsgericht Lübeck hat den mehr als 100 Arbeitnehmern Recht gegeben. Dagegen hat die LHG natürlich ein Rechtsmittel angelegt, was zurzeit eigentlich ist beim LAG, beim Landesarbeitsgericht. Und über dieses Rechtsmittel muss dieses Gericht nun nicht mehr entscheiden, da die Dinge schlicht durch das, was ich eben sagte, befriedet worden sind. Hatte auch die LAG oder Anlass, sich hier an einer einvernehmlichen Regelung mit den Arbeitnehmern zu beteiligen, also unter anderem durch die 2,2 Millionen. Es gab einen Arbeitnehmersicherungsvertrag mit der Hansestadt Lübeck, wonach die Hansestadt Lübeck sich verpflichtet hatte, Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeiter des HBV und Unterstützung entlassener Arbeitnehmer dann zu leisten. Ob das dann in Form von Lehrgängen oder was auch immer passieren sollte, das war sicher so ein bisschen streitig. Am Ende hat man sich noch einmal darauf geeinigt, dass sämtliche Ansprüche des HBV durch eine Zahlung von 800.000 Euro erledigt worden sind. Ist dann dieser Abfindungstopf gespeist worden durch die 1,2 Millionen, durch die 800.000, das sind 3 Millionen und 1.350.000 Sozialplan. Das sind insgesamt 4.350.000. Und diese 4.350.000, die werden an 47 Mitarbeiter verteilt. Also die Arbeiter kriegen deutlich höhere Abfindungen, als sie normal nach einem Sozialplan gekriegt hätten. Das ist zwar aber auch wichtig und notwendig, um überhaupt die Arbeiter zu bewegen, letztlich die Abfindungsangebote und die Aufhebungsangebote anzunehmen. Ist im Sozialplan eben in dem Insolvenzplan geregelt, dass die Insolvenzgläubiger sehr gut befriedigt werden. Und das ist eben auch, sage ich mal, die Besonderheit an diesem Plan, dass die Insolvenzquoten sich zwischen 90% und 100% bewegen. Es gibt hier im Plan fünf Gruppen. Gruppe 1 sind die Arbeitnehmer. Die haben natürlich auch irgendwie noch Gehaltsforderungen, irgendwelche Urlaubsabgeltungsansprüche und. Und die werden alle mit 100% befriedigt. Dann gibt es die Gruppe 2, das ist der Pensionssicherungsverein. Der kriegt eine Quote von 90%. Die Gruppe 3, das sind die Sozialversicherungen und die Agentur für Arbeit, die kriegen auch 90%. Die Gruppe 4 sind alle übrigen Gläubiger, dazu gehört unter anderem das Finanzamt, Dienstleister, alle möglichen Gläubiger, die eben zu Beginn des Verfahrens Forderungen gegen den HBV hatten, die kriegen 90%. Und dann gibt es eine Gruppe 5. Die gehen leer aus. Aber das war so gewollt. Und das ist auch so konzidiert und in jeder Hinsicht dann auch ein gutes und gerechtes Ergebnis der LAG. Das muss man wirklich mal in die Richtung sagen. Herr Professor Jürgens hat sich sehr, sehr konstruktiv an den Zustandekommen dieses Planes beteiligt, eben auch durch Anerkennung von Forderungen, die lange Zeit strittig waren. Nur um hier Frieden zu schaffen, das natürlich als Kaufmann schmerzt ihn das, wenn sie Geld ausgeben müssen, was sie nicht für notwendig erachten, aber dass sie das dann trotzdem getan haben, das ehrt sie natürlich, Herr Jürgens. Ne? Ja, das waren die Quotenverteilungen, also nach einer Regelinsolvenz, das nennt man das normale Insolvenzverfahren, da hätten alle diese Gläubiger nur eine Quote von 33% bekommen. Also es gibt jetzt statt 33% für die Arbeitnehmer 100%, für alle übrigen Gläubiger 90%.
Und durch den Plan werden eben auch alle Streitigkeiten, über die ich vorhin berichtet hatte, also einmal Meinungsverschiedenheiten zwischen der LHG und dem HWV, Streitigkeiten zwischen den Arbeitern und der LHG, alle diese Dinge werden eben durch den Plan geregelt. Die ist, glaube ich, so geregelt, dass die Berufungen jetzt zurückgenommen werden und die Arbeiter dann aus den Urteilen keine Ansprüche und Ansprüche geltend machen, weil ja 78 jetzt sowieso zur LHG gehen, also warum sie dann noch auf das Urteil berufen. Und die anderen, die gehen eben gegen Abfindung, da die Abfindungsverträge werden eben unterschrieben von den Arbeitern, von mir und von der LHG, sodass dann am Ende keine Ansprüche aus diesen alten Zeiten mehr bestehen. Und alles, und das ist ja der Sinn so eines Planes, alles befriedet ist. Das macht mich irgendwo sehr stolz, dass es gelungen ist, gegen viele Unkenrufe am Anfang des Verfahrens hier doch den Frieden herzustellen und damit für Ruhe im Lübecker Hafen zu sorgen und damit immerhin einen kleinen Anteil dazu zu leisten oder geleistet zu haben, dass der Hafen insgesamt wieder in ruhige Fahrwasser gerät und vor allem auch in erfolgreiche Fahrwasser und letztlich zum Aufblühen kommt. Was bedeutet dieses Ganze für den HWV? Der HWV, wie ich eben schon sagte, der muss am 30.09. stillgelegt werden. Es wird den HWV künftig hier in der Lübecker Unternehmenslandschaft eben nicht mehr geben, weil es auch nicht mehr erforderlich ist, weil letztlich ja ohnehin alle Mitarbeiter, die wir hatten, regelmäßig an die LHG verliehen worden sind. Ja, das ist so das Wesentliche. Hier hat dann hierüber dann heute ein Termin stattgefunden beim Amtsgericht Lübeck unter Führung und Leitung des Richters am Amtsgericht Heuer. Es waren eben die jeweiligen Gruppen entweder selber dort oder vertreten. Und dieser Plan ist dann in den Termin einstimmig angenommen worden von den Gläubigern und gleichzeitig vom Richter bestätigt worden, und sodass nach Ablauf einer 14-tägigen Rechtsmittelfrist, wobei nicht damit zu rechnen ist, dass irgendeiner ein Rechtsmittel einlegt, dieser Plan rechtskräftig wird und dann eben auch umgesetzt werden kann in den Schritten, die ich eben dargestellt habe. Vielen Dank.